jetzt sind unsere Mädels top geschminkt, top gestylt und jetzt gehen wir Piraten besuchen. Es ist ein außergewöhnliches Haus, das Pirates, der ehemalige Speicher an der Oberbaumbrücke. Das maritime Ambiente mit der Liebe zum Detail lässt einen schnell in die Welt der Piraten eintauchen. Es gibt kaum eine Location, die so vielfältig ist. Stimmungsvoll und rustikal geht es im Restaurant zu. Gepaart mit perfektem Service gibt es hier kulinarische Highlights zu günstigen Preisen. Das Ambiente lädt einfach zum stimmungsvollen Feiern ein. Es gibt auch in den anderen Etagen noch Tanzflächen, die am Wochenende geöffnet sind. Aber auch Außenflächen, der Strand und die Terrasse an der Spree muss man erlebt haben. Sag mal, wie lange gibt es das Restaurant schon? Das Pirates gibt es schon ungefähr 3 Jahre. Wir haben in der Woche ein normales Restaurant, am Wochenende haben wir einen Clubbetrieb, unten im Keller und hier oben dann. Am Pirates ist besonders, glaube ich, die Terrasse, dass man den Sommer genießen kann, die Oberbaumbrücke und natürlich das Interieur, in dem es gemütlich mit Holz ausgetäfelt ist. Also unser Küchenchef lässt sich da immer was Neues einfallen. Momentan im Sommer, klar, ganz großer Fisch, im Ganzen gebacken und dann serviert. Eine große Fleischplatte, also immer wieder was anderes, was er sich einfallen lässt. Natürlich auch die saisonalen Bereiche, die wir da abdecken, wie gerade Spargel, als nächstes Matthias und Pfifferlinge. Eventtechnisch haben wir jeden zweiten Freitag die Fischsucht-Fahrrad-Party, ist die größte Single-Party Berlins. Und jeden Samstag eine große Schlagerparty, die sich auch immer wieder was Neues einfallen lassen. Für junge Leute, klar, jeden zweiten Freitag dann auch ein DJ, der dann spielt und für Unterhaltung sorgt. Auch aber für älteres Publikum, der normale Restaurantbetrieb, die einfach in Ruhe was essen wollen. Unsere Night Guide-Zuschauer, könnt ihr irgendetwas anbieten, ein Special, damit sie hierher kommen und vielleicht auch etwas Besonderes erleben können? Also wir haben jeden Samstag ein Special, variiert zwischen, ich sag mal, Captain Coke oder immer ein Longdrink, der eben halt wirklich vergünstigt zu haben ist. Dann gibt es Specials auch von den Schlagerjungs, dass man sagt, eine Flasche Prosecco für Ladies Night etc. Also da gibt es immer ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Auf der Facebook-Seite wird es gepostet und auch auf der Homepage. Wir wollen feiern.